Nachdem wir Wellington, die Hauptstadt Neuseelands, erkundet haben, geht es mit der Fähre auf die Südinsel. Mit dem Wohnmobil geht's weiter von Picton nach Blenheim, Nelson in den Abel-Tasman-Nationalpark und zum Cape Farewell. Januar. Wir stehen an der Fähre an. Heute geht es von der Nordinsel zur Südinsel über die Cook Strait, eine der windigsten Wasserstraßen der Welt. Wir brauchen ungefähr 3,5 Stunden. Wir sind auf der Fähre und es ist gerade mal, glaube ich, 5:30 Uhr. Und wir haben die Lounge gebucht und da gibt es jetzt sogar ein Frühstück und so schöne Plätze haben wir hier direkt am Fenster. Auf eine gute Überfahrt! Wir haben Wellington hinter uns gelassen und nun geht es durch diesen schönen Naturhafen zur Cook Strait. Das Wasser ist absolut ruhig. Gleich geht die Sonne auf. Wir fahren durch eine Fjordlandschaft. Südinsel kommt in Sicht bei 35 Knoten Wind und Sonnenschein. Das Ziel Picton auf der Südinsel von Neuseeland ist in Sicht. Die Holzindustrie scheint gut zu funktionieren. Da liegt alles voller Holz. Der Captain boxiert uns hier jetzt in die Hafeneinfahrt rein. Ganz dicht an der Pier werden wir jetzt eingeparkt. Was eine tolle Aussicht. Wir haben wieder mal einen sehr schönen Platz gefunden in der Okeeya Bay. Aber auch hier muss man Essen machen. Die Annette hat sich heute das Einfache ausgesucht. Die macht Tomatensalat. Und der Michael, der muss die Steaks heute zubereiten. Das ist hier
echt nicht so einfach, weil man muss genau darauf achten, wie lange sie da drinne sind. Wo Annette? Wo drinne? Wie lange müssen sie in der Pfanne sein? Das kommt darauf an, wie dick sie sind. Ja, sie sind so dick. Nee, sind sie nicht. Sie sind so dick. Mach bei jeder Seite 3 Minuten. Also es ist immer wieder fantastisch. Die Annette weiß ganz genau, wie lange die da drin sein müssen. Gott sei Dank gibt es auch im Wohnmobil was zu basteln und zu reparieren. Jetzt bin ich nämlich hier unsere Verdunklungsrollo und das Fliegengitter. Das zieht sich nicht mehr richtig ein. Jetzt muss ich hier diese ganze Kassette abschrauben und hoffe, dass ich das dann hier hinten wieder vernünftig eingefädelt bekomme. Die Rollokassette ist ausgebaut und wahrscheinlich liegt es hier an der Feder, die da drin ist. Die werde ich jetzt mal ein bisschen mehr spannen als zuvor und dann hoffen wir, dass es wieder funktioniert. Die Kassette ist wieder eingebaut und jetzt gibt es Qualitätskontrolle von der Annette. Also zu geht's. Das ist schon mal super. Fantastisch. Funktioniert. Super. Ja, super. Fahrradtour in die Berge. Ach, bin ich froh, dass ich ein E-Bike habe. Sonst würde ich hier niemals hochkommen. Manchmal ist auch hier von der Straße nicht mehr so viel übrig. Und dann wird man mit solchen Ausblicken belohnt. Ah, es ist schon der Hammer hier. Das sind die 2 Hektar Grund und Boden, die man hier kaufen kann. Also das ist schon ein schönes Stückchen mit einem herrlichen Ausblick. Und da vorne ist dann auch runter der Weg zum Strand. Hier würde ich jetzt auch mal gehen. Der Weg zum Strand runter. Oh, es geht schon ganz schön runter. Da würde ich mir doch glatt, wenn ich mir hier ein Haus baue, auch einen Fahrstuhl bauen. Angekommen am Strand. Na, guckt euch das mal an. Na, leider kein Sandstrand. Hierfür ist das Fahrrad leider nicht gemacht. Da muss man halt auch mal ein Stück zu Fuß laufen. Wieder beim Wohnmobil angekommen. Nach dieser herrlichen Fahrradtour gibt es jetzt zur Belohnung einen Cappuccino à la Michelle. Schon ist er fertig und heute mit einer leichten Kakaonote. Outlook. So lange, wie wir auch da hochgefahren sind, war auch jetzt hier ein schöner Ausguck zu erwarten gewesen. Und da unten kommen wir heute und links neben uns ist der Abel Tasman Nationalpark. Thank you.
heute wollten wir ursprünglich wandern gehen. Aber es kommt eine Regenfront und gleich wird es richtig schütten. Das wird heute nichts. Wir bleiben wohl im WOMO. Wir fahren mit dem Boot Faxi in den Nabe Tasman Park und wandern dann wieder zurück. Jetzt geht's erstmal mit dem Traktor bis in die Bucht und dann hoffentlich ins Wasser. Los geht's. Mit dem Trecker bis da hinten hin, da ist auch ein Trecker, der holt gerade ein Boot ab. Ja, alles super organisiert hier. Heute mal mit 225 PS. Ja, der Motor ist gleich angesprungen. Nicht wie damals in Kolumbien, wo wir ein bisschen Probleme hatten. Los geht's! Also der meist fotografierte, der zweitmeist fotografierte Felsen der südlichen Hemisphäre. Der erste ist der Ayers Rock. Der Split Apple Rock, also gespaltener Apfelfelsen. In den ganzen Departments of Conservation, also den Nationalparks, ist das hier super organisiert für die Übernachtung. Dann gibt es hier eine Küche und einen Aufenthaltsraum. Waschbecken, Toilette und Übernachtungsmöglichkeiten mit Matratzen. Man muss also nur einen Schlafsack und ein Kissen mit dabei haben. Der Abel Tasman Küstenwanderweg. Immer wieder mit gigantischen Aussichten. Ein Ausblick auf die andere Seite. Und da hinten rechts müssen wir hin. Noch 12 Kilometer. Typisch Neuseeland. Alles ist bestens ausgeschildert und repariert. Erstmal, oder? Haufenweise Mädchentruppen treffen wir hier unterwegs. Alle dick bepackt, die übernachten alle im Naturpark. Unten in der Stillwater Bay. Thank you.
Wir haben es geschafft. Wir sind ein Stück vom Abel-Tasman Küstenwanderweg gelaufen. Und jetzt noch 1 Kilometer bis zum Wohnmobil. Wir gehen jetzt in die Ngarua Cave. Hier wurden fossile Tiere gefunden. Ganz viele Knochen von, wie hießen die? Moa. Irgendwas. Werden wir dann nachher wissen, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall auch eine Tropfsteinhöhle. Na dann, komm mal raus. Das sind die Tiefen des Berges. Ah. Na, wie viele Stalagniten und Stalaktiten hast du mitgehen lassen? Keinen. Und hier, das war der Fundort. Hier ist die Höhle eingebrochen und deswegen hat man sie gefunden. 1970. Und das ist Rachel, die uns alles gezeigt und erklärt hat. Great. Unser heutiger Übernachtungsplatz. Direkt hier beim River Inn. Wir sind an der Waikoropupu-Quelle. Eine Quelle, die glasklares Wasser hervorbringt und der See soll ganz glasklar sein und es heißt, dass es ein heiliger Ort der Maori ist. Man darf also hier nicht schwimmen gehen und man darf hier gerade mal das Wasser in die Hand nehmen zum Trinken. Alles andere ist untersagt. Und die Quelle fördert 11,9 Kubikmeter Wasser jede Sekunde. Ihr hört es sicherlich, die Zikaden sind auch schon wieder aktiv. Und das um 10 Uhr morgens, wir haben nämlich schon 26 Grad. Da haben wir die Quelle. Und das Wasser glasklar. Und das gefällt dem wahrscheinlich auch. Da sieht man die Fische schön von hier. Ein Wasser, oder? Hallo du! So viel Trinkwasser und wir dürfen nichts mitnehmen. Golden Beach bei Niedrigwasser mit einer Wahnsinnssicht heute. Im Hintergrund Cape Farewell Split, die nördlichste Spitze der Südinsel. Offroad fahren und dann Klapprieben. Dafür sind sie nicht so gut geeignet. Aber man kommt trotzdem vorwärts. Annette, Vorsicht, ein Schaf, nicht überfahren!
Annette beim Mountainbiking. Cape Farewell. Der nördlichste Punkt der Südinsel. Schöne Felsenformation. Das Meer, das sieht hier so schön türkisfarben aus, aber es ist so kalt. Es ist kurz vor 8. Wir wollen zum Strand, um endlich mal einen richtig schönen neuseeländischen Sonnenuntergang zu sehen. Wir sind am Meer. Tag, eine neue Wanderung. Hier durchs Hobbitland. Gar nicht wahr. Hobbitland ist so anders. Leider ist es immer noch sehr, sehr windig. Aber Gott sei Dank, bei der Sonne ist es nicht so schlimm. Typisch neuseeländisch, alles gut organisiert. Wir sind da unten am Meer. Nachher wieder hinkommt. Wir sind zu spät. Schwierig, was er war schon, sonst hätten wir da jetzt hinlaufen können. Bei Flut ist das hier alles überflutet. Wir haben nämlich momentan fast 4 Meter Tidenhub. Durch die Dünen geht es jetzt wieder zurück. Die Annette wollte wieder mal eine Abkürzung gehen. Hier durchs Gestrüpp. Und sie lacht noch. Das wollte die Annette, ja. Die wollte nicht zurückgehen.
haben wir ein Glück, dass es noch nicht so viel gestiegen ist, das Wasser. Da, wo wir gerade durch sind, steht jetzt hoch das Wasser. Wegzulaufen. Hier ist noch ein Durchgang. Heute Abend gibt's Schaf. Ja, oder auch nicht. Nach den leckeren Bieren und dem köstlichen Essen gestern im Muscles Inn haben wir zum Frühstück jetzt einen schönen Platz hier im Phantom's Rock gefunden. Ein bisschen spät dran heute. Dafür gibt es aber frisches Brot, eine lächelnde Annette, leckeren Kaffee und Meerblick. Genau. Überall in diesen fruchtbaren Tälern gibt es solche Obststände, wo man direkt vom Feld Obst und Gemüse einkaufen kann. Und guckt euch mal diese riesige Aubergine an. Das ist der Hammer. Leider mag ich keine Auberginen. Wir befinden uns in den Labyrinth Rocks. Also zwischen den Felsen sind hier überall Gänge, wie ein Labyrinth. Und wir hoffen mal, dass wir uns nicht verlaufen. Mir kann ja nichts passieren. Ich habe ja meinen persönlichen Scout dabei. Der geht schon mal jetzt hier hoch. Ui. Um das für die Kinder hier interessanter zu machen, wurden hier überall so Spielzeuge versteckt, die die finden müssen. Tolles Konzept. Da war Ende. Und da geradeaus geht es auch nicht weiter? Nee, aber da runter. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Nur ein bisschen. Aufeinander getürmt hier und doch mit Zwischenräumen. Ist hier nicht schon weggelaufen? Ah, da nee, die wartet hier. Geht jetzt hier nicht mal durch, aber nicht. Nicht in den Kopf hauen. Nicht stecken bleiben vor allen Dingen. Danke. Muss ja fest sein. Hat geklappt. Ja.